Die Flughäfen in Griechenland sind im Aufwind. In den ersten 7 Monaten 2018 landeten 10% mehr Passagiere als im Vorjahreszeitraum. Das gab die zivile Luftfahrtbehörde HCAA bekannt. Waren es 2017 bis einschließlich Juli noch 31,2 Millionen Fluggäste, so erreichten im laufenden Jahr bereits 34,8 Millionen Passagiere griechische Flughäfen. Das entspricht einem Zuwachs von 10,1%. Die Zahl der ankommenden Flüge erhöhte sich im selben Zeitraum um 8,3%. Das entspricht knapp 290.000 Ankünften. Gleich mehrere Flughäfen erzielten einen deutlichen Zuwachs beim Passagieraufkommen. Spitzenreiter ist der Sitia Airport auf Kreta, der ein Plus von über 100% registrierte. Der Flughafen auf Milos in der südlichen Ägäis verzeichnete 74% mehr Fluggäste.